Poch, poch, herein und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Black Desert Online. Ja, ich war auf dem Weg das letzte Mal zum Ermercio, aber da ist ein Malheur passiert und deswegen stehe ich jetzt plötzlich hier bei der Postenverwaltung Sarah Lynch. Und warum ich bei ihr stehe und was ich mache, das werde ich später erzählen. Ich werde mich erstmal um Sarah Lynch kümmern, warum ich nicht zu Ermercio gegangen bin, meiner letzten Quest, warum jetzt hier unten plötzlich Hof Alejandro steht, das erfahrt ihr. Aber ich muss erstmal dieser hilflosen Frau helfen. Also, nach wem suchen diese Soldaten überhaupt? Ich höre auf zu versuchen, den Hof zurückzubekommen. Aber bitte verjagt diese Kobolde. Also, ich soll die Kobolde verjagen für sie. Eine Quest, die ich natürlich nicht ablehnen kann. Ihr haltet wohl nicht viel von diesem Hof, weil er niedergebrannt ist. Hm? Nun, wenn ihr meint, dass er in einem besseren Zustand sein soll, warum investiert er dann nicht in ihn? Ja, das machen wir nämlich jetzt. Okay, Postenverwaltung. So, das machen wir nämlich jetzt. Ich mache jetzt hier Folgendes. Ich investiere in diesen Hof Beitragspunkte 1. Und das hier sind Beitragspunkte, die ich zur Verfügung habe. Also machen wir investieren. Haha. Und jetzt habe ich in diesen Hof investiert. Sehr schön. Ja, und warum und wieso und weshalb? Das erkläre ich. Aber diese Ruine, ich muss diese Kobolde irgendwie vertreiben noch. Also gleich rein ins Geschnetzel hier, sie laufen jetzt auf meinen Hof, in den ich investiert habe. Und das ist nicht gut. Denn ich habe jetzt endlich mal herausgefunden, wie ich, was machst denn du, Soldat? Du, das kümmert dich gar nicht. Ich habe nicht herausgefunden, wie ich jetzt endlich mal mir meine Handelsrouten aufbauen kann. Und jetzt müsste eigentlich eine Handelsroute erschienen sein. So, wir müssen fighten hier. So, mein schöner Weizen. Aber ich weiß nicht, wie ich sie vertreiben kann für immer. Ob es überhaupt geht. Ruinen. Wo sind denn die Ruinen? Kann ich das nicht? Aber das ist keine Quest, die ich annehmen konnte. Altarkobold. Was? Ja, Geld nehme ich mit. Kann ich gebrauchen. Hab nicht schon ein bisschen was ausgegeben. Ich habe mir nämlich auch ein Haus gekauft in Heidel. Haha. Ja, das Ganze aber, weil ich meine letzte Aufnahme einfach, ja, die Soundspur nicht richtig funktioniert hat. Und deswegen werde ich gleich erklären, was mir jetzt hier auf dem Weg hier alles passiert ist. Aber erstmal diese Kobolde niederschnetzeln. Ich hoffe, die sind dann weg. Wow. Ja, es werden schon mehrere. Und sie werden auch aggressiv. Oh, was ist das hier für einer? Ich weiß gar nicht, ob ich sie vertreiben kann. Ich glaube, das spawnen immer. Schaut euch die Ruinen an. Das sind doch alles die Ruinen. Ihr habt eine Kampfzone betreten. Ich weiß. Ich muss mich auch ein bisschen leveln, denn das kommt auch gleich. Und wahrscheinlich muss ich auch wieder mal zurück nach Velia. Erstmal möchte ich mir meinen Hof, in den ich investiert habe, ein bisschen säubern, falls es überhaupt möglich ist. Na, der Wagen steht schon wieder da. Das heißt, irgendwo kommen die immer wieder her. Ich meine, da oben ist noch ein Schild, da soll die vielleicht mal hochgehen. Muss ich mit ihm reden? Soldat? Habt ihr den Lünn? Oh, so. Verfolgt mich einfach. Kommt noch mehr? Nee. Habt ihr den Hof Lynch gesehen, der von den Kobold niedergebrannt wurde? Ich wünschte, sowas würde nie passieren. Quest. Verschwundene Ermittler. Endlich kommt Unterstützung. Ich kann euch jetzt nicht alles erklären. Der Ermittler, die zum Turm des Hexers geschickt wurden, sind verschwunden. Das müssen die Altarkobolde gewesen sein. Einem Speer zufolge, der entkommen konnte, werden sie gefangen gehalten. Dadurch glauben wir, dass sie noch am Leben sind. Wir haben nicht viel Zeit. Bitte rettet sie, bevor ihnen etwas angetan wird. Ah, das mache ich schnell.
einige Soldaten, die es brachen auf den Turm des Hexers. Turm des Hexers? Turm des Hexers? Okay. Gut. Wegführer. Habe ich Turm des Hexers jetzt da unten? Rettet die Ermittler des Turms da. Zack. So, hin. So, ich mach mal halt, wo steht mein kleiner Esel. Hier steht der Esel. Ah, ist doch ganz gut. Jetzt kann ich nicht mehr erklären, während ich mit meinem... Boah, Alter. Das geht gar nicht, ey. Mein Esel angreifen, ey. Maulo, mein liebes Maultier. Mein Esel. So, T. Zum Ziel. Du musst drehen. Guter Junge. Komm mal. Komm. Nee, anscheinend geht's in die Richtung. Anscheinend geht's in die Richtung. Also gut. So, nämlich, was ist passiert? Wir sollten Amercio besuchen. Das haben wir getan. Lagerist. Er hat uns zu Ben Lauren geführt. Bei Ben Lauren waren wir. Das war dieser Handelstyp, der hier von Isobel so mies behandelt wurde, wo wir mit unserem kleinen Maulo so in das Wohnzimmer reingeritten sind. Der hat uns wiederum einen Brief gegeben und hat gesagt, wir sollen doch zu dem Großmeister gehen von Heidel, nämlich genannt Crucio Damangat, wenn man ihn so nennt. Oh, ist das der Turm des Hexers? Bin ich überhaupt schon in dem Level, dass ich mich mit sowas hier anlegen kann? Oh. Benicio Martino. Oh, komm. Was auch immer du. Komm mal gleich. Ah, ich entdecke hier schon wieder. Das ist Neues. Und auf jeden Fall hat er, hat Crucio Damangat hier mein. Oh, komm mal. Stopp. Wir müssen da rein. Hat sich meinen Brief angeguckt. Und hat sich mit Jordin Dukas über diesen Brief unterhalten, den ich ihm gebracht habe. Und in diesem Brief, ich weiß nicht, ging es um irgendwie, dass Isobel irgendwas rausgefunden haben könnte. Und es ging um Kalfeon, irgendwie anscheinend, weiß ich nicht, vielleicht das Adelsgeschlecht, das sich hier in Heidel breit gemacht hatte und das sie aber nicht leiden können. Deswegen... sie haben irgendeine Verschwörung vorgehabt. Jordin Dukas und Crucio Damangat. Sie wollten irgendwie verschiedene Händler oder besser gesagt Soldaten als so eine Handels, wie sagt man dazu? So eine Händlergruppe tarnen. Und dann vielleicht um sich dann zu befreien, ja, von dem Joch. Auf jeden Fall. Egal, er hat sich gefreut, dass ich ihm den Brief gebracht habe. Hat mich dann weiter zu Grimhorn Drakenschreck gesandt. Grimhorn Drakenschreck hat die Aufgabe gegeben, ich soll doch dann weiter zu Bernan am Nordposten gehen im Kopf. Der hat weitere Aufgaben für mich, aber davor sollte ich mich eigentlich erst leveln. Da bin ich noch zu schwach dafür. Und dazu sollte ich nach Balenos und da noch ein paar Goblins schnitzt. Oh, ich glaube, sie verfolgen sie. Kommen sie jetzt alle zu mir? Wenn ja, sind das sehr viele. Nach Balenos gehen. Bloß mein Esel nicht angreifen. Ich muss noch fertig erzählen. Und Balenos ist das Gebiet hier oben, wo ich schon war. Nicht um Velia rum, das ist Balenos. Da sollte ich einen Nürnberg Kobolde schnitzeln. Bevor ich weitermachen kann. Ja, und in der Zeit war ich nicht untüchtig, ich habe dann weiter gemacht und habe mir ein Häuslein gekauft in Heidel. Hier, nämlich, indem ich nämlich auf dieses Symbol hier klicke, ich muss aufpassen, dass ich mich Kobold noch nicht angreifen, geht mein Haussymbol an. Und jetzt kann ich mir hier Häuser kaufen. Ich habe mir einmal ein Haus gekauft für Arbeiter, nämlich eine Behausung. Und dann habe ich mir einen Wohnsitz gekauft, eins weiter drunten, der Wohnsitz. Und könnte jetzt da mal ein Bettchen reinstellen. So, dann habe ich mir einen Arbeiter gegönnt, nämlich hier unten beim, hier ist Joel, war es glaube ich, Joel, genau. Einen Arbeiter, einen Riesen, ja, der war relativ günstig, aber noch nicht so viel Geld. Und den kann ich jetzt, ich weiß noch nicht, ob das automatisch funktioniert, aber ich habe jetzt meine
Handelsroute verbunden, nämlich das hier. Jetzt sieht man das, das ist gelb. Das ist meine Route, die ich jetzt verbunden habe. Und jetzt müsste eigentlich theoretisch mein Arbeiter... Müsste jetzt eigentlich hier arbeiten gehen. Weiß aber nicht, wie das angezeigt wird. Müsste hier abbauen, Silber-Asali. Ich weiß auch nicht, ob er das automatisch verkauft wird oder so, ob man damit Geld verdient oder ob ich das einsammeln muss und dann selber verkaufen muss, das weiß ich nicht. Aber ich habe meine erste Route gemacht. Oh, 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 oh. Ich muss kämpfen. Komm her, komm. Ah, bleibst du da? Meine erste Route auf jeden Fall gemacht. Und das heißt, eigentlich könnte ich jetzt mit dem Geld verdienen anfangen. Nördliche Ebene von Serendina. Bin mir aber noch nicht sicher, wie das funktioniert, ob ich das irgendwo verkaufen muss. Ja, und deswegen hat es mich jetzt hier hin verschlagen, da drüben hin. Denn ich hatte es eigentlich versucht, hier oben am nördlichen Wachlager, aber da ging es komischerweise nicht. Da konnte ich es nicht machen. Ich konnte es jetzt komischerweise nur hier machen. Weiß nicht, ob es an denen, da gab es auch keinen Knotenpunkt. Vielleicht, weil der Steinbruch noch besetzt ist mit Schurken. Keine Ahnung. Ja. Ja, also das heißt, viel passiert, viel gelernt, vor allem hier schon das erste System hier aufgebaut. Jetzt geht es nur noch darum zu handeln und ich weiß, wahrscheinlich muss ich mich demnächst doch mal von meinem Maulo verabschieden. Ich habe mir mal damals in Runde 6 was, glaube ich, habe ich das ein bisschen versemmelt mit dem Pferd kaufen. Hab mir meinen Maulo geholt, den ich ja eigentlich lieb gewonnen habe. Aber wenn ich jetzt... natürlich wieder wirklich nach Velia sollte und mir da mal eine Handelsroute ein bisschen ausbauen sollte, dann ist es vielleicht besser, wenn ich dann doch mal ein schnelleres Pferd habe. Und ich habe ja noch einen Reitierschein, also werde ich mir das demnächst holen. So, genug des Gefasels. Jetzt muss ich mal hier rein. Vielleicht, um meinen Hof mal hier zu säubern. Oh, hab schon ein bisschen Leben verloren. So, nur gleichzeitig hole ich mir XP, um dann Erfahrung zu holen. Oh, ich habe was bekommen. Ich habe einen Helm bekommen. Inventar. Wo ist der Helm? Ist er besser? Er ist besser. Er hat 4, ich habe 3. Ich habe hier einen Prior-Helm. Coole Sache. So, und ich muss auch ein bisschen Geld verdienen mit meinen Handelsrouten, denn sonst kann ich mir meine Waffen und sowas nicht leisten. Naja, komm. Ach komm, richtig rein hier. Komm alle. Ich hol mir alle. Ja. Alle Ausrufezeichen. Schön. Ja, rennt mir hinterher. So, oh, ja. Komm, diesen hier. Und da, diesen hier. Und diesen hier. Ja. Gut. Ah, die werfen schon ein bisschen mehr Geld ab. Das habe ich mir trotzdem ein. Jetzt habe ich wieder was gekriegt. Asphalt Kriegsmesser. Ist das für mich? Asphalt Kriegsmesser. Gucke ich gleich mal an. Oder war das schlechter? Bin mir nicht sicher. Oh, kann ich gar nicht gebrauchen. Kann ich wieder auf dem Markt verkaufen? Das weiß ich jetzt auch, wie man auf dem Marktplatz Sachen verchecken kann. Ich habe wieder was bekommen. Mein Platz, was ist das? Bessere Schuhe! Alter. So, ich muss da hoch. Ich muss zum Mexer. Komme ich nicht. Wie komme ich da hoch? Verfolgt ihr mich? Wenn ja, macht euch auf was gefasst. Gefangener Forscher ist da oben. Muss ich die Tür zerschlagen vielleicht? Das Tor? Nee. Klettern kann er nicht hoch. Also, das ist doch, da ist doch etliches passiert. Schade, dass die Aufnahme, naja, was ist schade? Schade ist eigentlich nicht, weil so spannend war es nicht. Das Ganze rauszufinden und rumzulaufen und zu suchen und zu klicken. Gut, das hat Zeit gekostet.
kommt auch da raus. Guck mal, ich will ja auch. Die ist auch da rausgekommen. Muss ja auch irgendwie reinkommen. Gibt's doch nicht. Oder darf ich noch nicht? Komm ich da rein? Komm noch nicht rein? Kommen sie her? Kommen sie vielleicht von da? Muss ich übers Außengeländer? Ah, guck. Komm doch mal nicht lange rum da. Du nervst. Was bist denn du für einer? Okay.